Ruperta Lichtenecker von den Grünen ist am Wort. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrte Frau Präsidentin Dr. Kracker, werte Damen und Herren. Ja, Herr Kollege, Investition in die Stimmung ist aber auch, wenn es Festlegungen gibt im Regierungsprogramm, dass man genau diese Reformvorschläge tatsächlich auch umsetzt. Und die Frau Präsidentin hat auch im Budgetausschuss davon gesprochen, es gibt Reformrückstände und die müssen endlich überwunden werden. So habe ich das noch in Erinnerung und genau so ist es. Und selbstverständlich geht es darum, um den sorgsamen, effizienten Umgang mit den Steuergeldern und gleichzeitig auch tatsächlich die Reformen umzusetzen, die man angekündigt hat. Und da bleibe ich gleich bei einem Bereich, der dir hier jetzt gut gefallen wird, und das ist das Thema der One-Stop-Shops für Betriebsanlagengenehmigungen. Festgehalten im Regierungsprogramm. Im Regierungsprogramm 2013 bis 2018 ist festgehalten, die bürokratischen Hürden für Unternehmen zu reduzieren. Was ist bis zum heutigen Tag 2016, ist genau in diesem Bereich sehr, sehr wenig geschehen bis nichts. Und das macht teilweise selbstverständlich auch die Probleme aus, die wir in den Einnahmen- und Ausgabenstrukturen des Budgets haben. Ja, das wäre eine Investition in die Stimmung, tatsächlich die angekündigten Reformen umzusetzen. Und die Frau Präsidentin hat heute die Mängel ausgeführt, die bei der Belegsprüfung zutage getreten sind. Man muss das schon klarstellen. Jeder zweite Beleg wies de facto bei der Prüfung einen Mangel auf. Und das ist so nicht hinzunehmen. Da gibt es tatsächlich klar Schiff zu machen, zu prüfen und das ordentlich zu machen. Und immerhin, es geht hier nicht nur um die Korrektheit der Zahlen, es geht nicht nur um das Einhalten der Zahlungsziele, das von großer Bedeutung für kleine und mittelständische Unternehmungen ist, sondern es geht ganz klar um Transparenz. Und genau das brauchen wir hier in diesem Budget ganz besonders. Ja, und ich komme zu den Reformen zurück. Und Ihr Vorgänger, der Dr. Moser, hat seine Periode beendet mit 1007 Empfehlungen für eine nachhaltige Entwicklung Österreichs. Ja, und da sind verschiedene Bereiche aufgeführt, beispielsweise im Forschungsbereich. Und wir wissen, die Forschung von heute sind die Arbeitsplätze für morgen. Und daher ist es ganz besonders wichtig, hier möglichst strukturiert und effizient vorzugehen. Hier sind verschiedene Bereiche aufgeführt, die beginnen bei der Evaluierung der Forschungsprämie. Ja, ja, es ist festgehalten, dass Steuerbegünstigungen regelmäßig kontrolliert werden sollen auf ihre Wirksamkeit. Das ist etwas, das über Jahre verschlafen worden ist, und wir werden sehen, was das jetzige Projekt tatsächlich bringt. Ja, und hier ist auch festgehalten, dass es darum geht, die Länderförderungen zu prüfen, ob die tatsächlich in dieser Form effizient umgesetzt werden oder ob es nicht gescheit wäre, diese Mittel über Bundeseinrichtungen abzuwickeln. Ein ganz zentraler Punkt. Oder selbstverständlich auch das Monitoren der Forschungsquote und der Wirkungsindikatoren. Ja, denn nur wenn man tatsächlich regelmäßig kontrolliert, das Monitoring macht und eine entsprechende Follow-up-Prüfung, wird man die Probleme konsequent angehen können und entsprechende Lösungen finden können. Ja, und selbstverständlich geht es um die verstärkte Kooperation unabhängig der Gebietskörperschaften. Ja, dieses, und ich sehe gerade sozusagen die Bildungsministerin außer Dienst, dieses Klein-Klein-Denken in den Ländern und so weiter bringt natürlich gerade in diesen zukunftsorientierten Bereichen Probleme mit sich, wie es in der Bildung ist, wie es aber auch in der Forschung ist. Ja, die Reformvorschläge liegen am Tisch. Die Frage ist, wie konsequent wird das angegangen? Und ich glaube, gerade die Debatte um den Bundesrechnungsabschluss 2015 zeigt ganz klar die Handlungsnotwendigkeiten auf und wie wichtig es ist, entsprechende Reformschritte zu setzen und dies in dieser Konsequenz auch umzusetzen. Für Ihre Arbeit, Frau Präsidentin, wünsche ich Ihnen in dieser Form Ausdauer, Mut,
und natürlich die notwendige Weitsicht in dieser Form auch. Alles Gute. Roberta Lichtenecker, Wirtschaftssprecherin der Grünen, fordert Transparenz und einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern, damit notwendige Reformen umgesetzt werden könnten.